Heute bei RFH. Millionenhype im ganzen Land. Pokémon Go löst Sammelfieber aus. Der Traum vom Fliegen. Johanna Quaas wagt mit 90 Jahren den Absprung aus 3000 Metern Höhe. Halberstadtwerke bleiben Hauptsponsor von Germania. Zwischen Tradition und Perfektion. Der neue Porsche 911 im ADAC-Autotest. RFH. Einfach näher dran. Millionenhype im ganzen Land. Pokémon Go löst Sammelfieber aus. Zurzeit sieht man eine Menge junger Erwachsener, die mit gebanntem Blick auf ihr Mobiltelefon durch die Straßen Magdeburgs ziehen. Der Grund dafür ist eine neue App für Smartphone, welche in Verbindung mit dem Spieleklassiker Pokémon steht. Das neue Programm nennt sich Pokémon Go und ist ein Spiel, bei dem man fiktive Wesen aus der Pokémon-Reihe fangen kann. Wie das aussieht, haben wir mal am Hasselbachplatz nachgeprüft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, das Pokémon Go-Fieber greift um sich und auch wir üben uns natürlich im Selbsttest und fangen ein paar Pokémon. Und hier am Hassel habe ich gerade ein Habitat gefunden und wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie ich das fange. So, und da sitzt also das Habitat und ich werfe jetzt meinen Pokéball darauf und hoffe, dass es da drin bleibt. Getroffen? Da ist es. Und? Das MDF1 hat ein Habitat gefangen. Im Spiel bedarf es einiger Gegenstände, die man braucht, um Pokémon zu fangen. Der elementarste Gegenstand ist an dieser Stelle wohl der Pokéball. Dieser wird, wie im vorigen Beispiel gesehen, gebraucht, um die digitalen Wesen in Besitz zu bringen. Sollte es an der Pokéball-Front mal knapp werden, kann man einen der zahlreichen Pokéstops besuchen, die häufig mit Sehenswürdigkeiten verbunden sind. Das Spiel bedient sich nämlich der Kartografie aus der echten Welt und so wird aus einer schönen Fassade am Hasselbachplatz ganz schnell eine Anlaufstelle für Pokémon-Trainer. Unser Pokéstop war sogar mit einem sogenannten Lockmodul ausgestattet. Yeah. Mit diesem können sich die Spielteilnehmer helfen, indem sie die begehrten Tierchen an die entsprechende Stelle locken. So, wir sind hier immer noch am Hassel und wir laufen jetzt mal zu einem Pokéstop, der ein Lockmodul hat. Dieses lockt Pokémon an, sodass man dort Pokémon fangen kann. Also da tauchen dann überdurchschnittlich viele auf und auch unterschiedliche, wenn es gut läuft. Wir sehen gerade hier ganz klein, dass da ein Raupi ist und das versuchen wir direkt mal zu fangen, wenn wir da sind. Man muss nämlich immer dahin laufen, um die Pokémon zu fangen. So, jetzt sind wir nah genug dran. Jetzt gehen wir mal hier auf das Raupi. Da ist es. Und da ist es. Mitten auf der Einsteinstraße praktisch. Ich werd verrückt und jetzt holen wir es uns. Treffer. Yay! Und wir haben einen Raubi gefangen. Die Begeisterung, die das Spiel auslöst, ist ungewöhnlich groß. So übersteigen die Nutzerzahlen bereits eine Woche nach Veröffentlichung schon die von Flirtportal Tinder und das soziale Netzwerk Twitter wird sich ebenfalls mit seinen Mitgliedern sehr bald hinter Pokémon Go sehen. Der Hauptgrund dafür dürfte wohl in der Popularität von den Wurzeln des ehemaligen Gameboy-Spiels liegen. Deshalb ist das Spiel auch speziell bei über 20-Jährigen beliebt. Davon haben wir den Studenten Kai am Hasselbachplatz getroffen und ihn mal über die Reize des Spiels ausgefragt. Kai, du zockst Pokémon Go, bist 22 Jahre alt. Wieso zockst du denn Pokémon Go? Kindheitserinnerungen, die hochkommen und warum nicht? Macht Spaß, gute Abwechslung, man kommt wieder raus, man geht ein bisschen rum und ja, macht Bock. Was ist denn für dich das Faszinierende an dem Spiel? Also was fasziniert, dass auch alle anderen so mit da dabei sind und drinnen sind und ja, es fasziniert einfach die Kindheit, kommt nochmal hoch so. Mit den Pokémon kann man übrigens in Arenen antreten und diese übernehmen, bis jemand mit einem stärkeren Pokémon kommt. Das Blutzuck vom MDF1 hatte so gar keine Chance gegen Tauboss aus der Arena am Kreisel des Hasselbachplatzes. Wir müssen da wohl noch ein bisschen Zeit investieren. Dies hat dieser Pokémon-Trainer auch noch vor sich und freut sich schon auf die kommenden Events. Ich habe das schon seit Ewigkeiten eigentlich im Auge gehabt, also immer schon gerne Pokémon gezockt und dann halt bei Facebook siehst du das natürlich, wenn du so ein paar Seiten geliked hast. Und ja, also ich konnte es quasi nicht erwarten, habe eigentlich noch ein Handy, was zu alt ist dafür, habe dann extra die Android-Version dafür geupdatet und jetzt funktioniert es ja. Ja, meins macht auch immer Faxen, aber ich glaube die Server sind ja auch noch nicht ganz so stabil. Ja, ich glaube auch, ja, genau. Hast du eigentlich schon von diesen Aktionen mitbekommen, dass sich Leute in großen Gruppen treffen und loslaufen? Ja, habe ich schon gesehen, heute Abend soll glaube ich auch irgendwo sein, habe ich bei Facebook nur eine Veranstaltung gesehen, also habe ich schon mitbekommen, ja genau. Wie findest du das?
Ja, ist eigentlich eine coole Idee. Das treibt die Leute mal nach draußen, ja. Die sonst vielleicht nur irgendwie drin hocken oder so. Ja, finde ich nicht schlecht, ja. Was hast du bis jetzt schon gefangen? Was ist dein bestes Pokémon? Oh, mein bestes Pokémon. Ah, mein seltenstes ist auf jeden Fall ein Ponita, aber das ist hier, das scheint ja wohl an dem Spielplatz öfter mal zu sein. Ansonsten Ratika, Tauboga. Und auch im Stadtpark sind angehende Pokémon-Trainer unterwegs gewesen. So haben Malvina und Hauke versucht, sich ein paar speziellere Typen in der grünen Umgebung zu sichern. Wo ist denn die Erfolgsquote am höchsten? Hier im Stadtpark oder eher in der Stadt? Eher in der Stadt. Also wir haben jetzt, waren gerade so ein bisschen enttäuscht. Wir hatten gehofft, so ein paar Pflanzen-Pokémon zu finden. Das ist halt hier gar nicht gerade. Und so werden sich wohl noch einige an der Herausforderung versuchen, die 250 Minimonster zu sammeln und das Stärkste zu entwickeln. Auch wir vom MDF1 bleiben am Pokéball und sind gespannt, wer der größte Trainer Magdeburgs wird. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Die Mitte der Woche wird schön sommerlich und lässt sich am besten im Wasser genießen. Am Morgen befinden sich die Temperaturen noch bei 15 Grad bei fast klarem Himmel. Mit dem Aufsteigen der Sonne klettert auch das Quecksilber zu Mittag auf Höchstwerte von 28 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu keiner weiteren Veränderung am Wetter. Mit dem Sonnenuntergang lassen sich Mond und Sterne bei noch angenehm 18 Grad bestaunen. Der Donnerstag wird ähnlich mit Höchstwerten von 27 Grad. Große Pläne. Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt in der Zeit von 1919 bis 1933. Ein Ausstellungsprojekt der Stiftung Bauhaus Dessau im Verbund mit Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Merseburg, Leuna, Elbingerode und Quedlinburg. Entdecken Sie Erfinder, Architekten, Bauwerke und Produkte und ihre weltweite Wirkung in Gegenwart und Zukunft. Von Gertrud Arndt bis Bruno Taut, von Hugo Junkers bis Max Falier. Das ganze Programm finden Sie unter www.große-pläne.de. Alle Liebhaber der deftigen Küche sind im Hotel Stubenberg an der richtigen Adresse. Denn hier gibt es mal wieder Schwein am Spieß. Natürlich so viel ihr schafft. Das Team lädt alle Hungrigen am Samstag, den 23. Juli, zum All-You-Can-Eat-Angebot in den idyllischen Biergarten ein. Hier wird garantiert jeder satt. Voranmeldungen sind erwünscht, also greifen Sie direkt zum Telefon. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Yippie, yippie, yippie! Und wir
Wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Das ist Anja. Anja kennt keine Limits mehr. Mit ihrem neuen Kabelanschluss ist Anja den anderen immer eine Idee voraus. Sie surft superschnell im Internet nach Trends, telefoniert Tag und Nacht und das unbegrenzt günstig. Mit der Zweier-Kombi kommt sie überall ganz groß raus. Bestellen Sie jetzt die Zweier-Kombi von Tele-Columbus ab 19,99 im Monat. Alles richtig gemacht. Tele-Columbus. Psst, jetzt auch mit Mobilfunk. Johanna Quas ist immer auf Zack. Ein Leben ohne Action, für die 90-Jährige kaum vorstellbar. Doch ein Sprung aus 3000 Metern Höhe ist dann doch eine andere Hausnummer. Ich hatte keine Angst und ich bin da ganz ruhig rangegangen und sage, es kann. Man wird eingewiesen, wie man es zu gucken hat. Ich hätte mich am liebsten so breit rausgeschmissen und hätte mich aufs Luftpolster gelegt. Die Idee, aus einem Flugzeug zu springen, hatte Eberhard Gienger, der Turnweltmeister von 1974. Er hatte ihr den Tandemsprung zum 90. Geburtstag geschenkt, beeindruckt ob der unfassbaren Fitness dieser Frau. Ich habe sie erlebt beim Turnier der Meister, wo sie eine Bodenübung hingelegt hat, wo ich sagen muss, also wenn ich das heute machen wollte, dann müsste ich erstmal ins Trainingslager gehen. Das ist ein echtes Vorbild und so denke ich auch, ich will in Zukunft auch solche Leistungen noch erbringen können. Deswegen trainiere ich auch weiter, wie ich das früher gehalten hatte. Gienger selbst hat mehr als 5000 Sprünge hinter sich, weiß eigentlich, wie es geht. Doch unmittelbar vor dem Tandemsprung war es nicht Oma Quas, der die Knie schlackerten. Na, eher war ich derjenige, der aufgeregt war. Sie gehörte zu den Personen, wo man sagen kann, die haben mich hinter sich hergezogen beim Aussteigen. Normalerweise muss man immer ein bisschen so nachhelfen. Aber bei Johanna war das überhaupt kein Thema. Ich glaube, auch in der Luft hat sie sich sehr gefreut. Nach anderthalb Minuten Bauchkribbeln war alles vorbei. Mit Tandem-Master Ebert Gienger an ihrer Seite war auch die sichere Landung garantiert. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, es hat mehr Widerstand und es blutzelt in der Luft. So. Nee, es war richtig angenehm. Ja. Doch was sagt eigentlich der besorgte Ehemann zu so viel Wagemut? Ich habe mich eigentlich mit ihr gefreut, weil sie gern was Neues ausprobiert. Und das war für sie neu, das gab es noch nicht. Und also eigentlich waren wir recht glücklich, sie auch mal, weil sie immer nach dem Bedürfnis hätte, das Neue zu machen, das zu probieren. Ja. So ganz ohne Training, fürs erste Mal ziemlich mutig von Johanna Quas. Und sie hat sich Zeit gelassen mit ihrem ersten Fallschirmsprung, immerhin 90 Jahre lang. Und ihre Bewunderung gehört eigentlich der englischen Queen, mit der Johanna einen Jahrgang teilt. Als das Guinness-Buch präsentiert wurde, das war ja auch in London, da haben sie mich dann auch mal zur BBC gefahren und da musste ich da auch mal meine Bahnübung turnen. Und da haben die gesagt, ja, die Königin, die wundert sich schon, wie man sich so lange fit halten kann. Und daraus ist dann beim Eggy diese Geschichte entstanden. Johanna Quas gilt mit ihren 90 Jahren als älteste Wettkampfturnerin der Welt. Turnen ist ihre ganze Leidenschaft. Ständig ist sie unterwegs, um für den Turnsport eine Lanze zu brechen.
Doch auf dem Flugplatz Zwenkau galt es erst einmal, sich keine Knochen zu brechen. Das Schlimmste war eigentlich der Flug bis 1200 Meter sind wir wohl geflogen. Das laut und man konnte sich da gar nicht verständigen, wenn man noch eine Frage hat oder so. Ein Krach da in der Maschine. Nur einen Sprung zusammen, den wollen sie dann doch lieber nicht riskieren. Johanna Quaas ist und bleibt der Champion ihrer Altersklasse. Und eine Königin der Lüfte ist sie jetzt noch obendrein. Halberstadtwerke bleiben Hauptsponsor von Germania. Auch in Zukunft ziert der Name des regionalen Energieversorgers die Trikots der Harzer Oberligisten. Den neuen Kooperationsvertrag besiegeln beide Parteien bei einem Pressetermin im Halberstädter Friedensstadion. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga stehen die Weichen auf Neustart. So will Germania gemeinsam mit dem langjährigen Erfolgscoach Andreas Petersen in den nächsten Jahren wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen. Die erste grundlegende Voraussetzung dafür ist natürlich eine solide wirtschaftliche Basis, die durch die finanzielle Unterstützung der Halberstadtwerke gegeben wird. Durch das Sponsoring profitiert aber nicht nur die Spitzenmannschaft des Clubs, sondern auch alle weiteren Abteilungen. So wird auch mehr Fokus auf die Nachwuchsförderung gelegt. In der Business Lounge des Stadions unterschreiben dann VfB-Präsident Olaf Herbst, Geschäftsführer Christian Mokosch und Halberstadtwerke-Chef Dr. Rainer Gerloff den Sponsorenvertrag für die kommende Spielzeit. Ein wichtiges Zeichen, denn so können Kaderplanung und alle weiteren Maßnahmen der Saisonvorbereitung abgeschlossen werden. Präsident Olaf Herbst ist zuversichtlich, die richtigen Personalentscheidungen für einen Aufwärtstrend getroffen zu haben. Na, soweit ich das mit meinem Verstand, fußballerischen Verstand beurteilen kann, sind wir im Augenblick schon sehr gut weit vorangekommen. Wie Sie selber sagen, wir fangen von vorn an mit ein, zwei, drei Spielern aus der alten Serie und Nachwuchs. Und wir haben schon ein gutes Team zusammengestellt und das erste Testspiel, heute Abend ist wieder eins gegen Goslar. Das erste hat gezeigt, dass es schon ganz ordentlich war. Und ich bin sehr optimistisch, dass Andreas Petersen, der erfahrenste Trainer nach meiner Auffassung, den wir kriegen konnten für unsere Arbeit, da ein super Team zusammenstellen wird und wir bald Erfolg sehen werden. Man sagt immer, nach Beginn einer Serie, Weihnachten wissen wir, wo wir stehen. Die Halberstadtwerke unterstützen als regionaler Dienstleister zahlreiche Projekte in der Umgebung. So will der Energieversorger den Menschen etwas zurückgeben und Attraktionen erhalten. Spitzensport in der Harzregion steht dabei weit oben und der VfB Germania ist hier nun mal das Aushängeschild im Fußball. Dass dabei nicht immer alles glatt läuft, weiß auch Halberstadtwerke-Geschäftsführer Dr. Rainer Gerloff. Denn oft sind es nur Kleinigkeiten, die im Fußball entscheiden. Beim Fußball ist es wie in vielen anderen Dingen im Leben, es ist nichts vorherbestimmbar. Aber es war kein Zweifel, dass wir das Sponsoring für VfB Germania weiter fortsetzen. Das ist ganz entscheidend. Wir sind in der Region tätig, wir sind hier vor Ort tätig. Germania ist eine Marke vor Ort. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Und Germania verbindet Leistungssport und Breitensport, vor allen Dingen auch Jugendsport, miteinander. Und ich finde, da kann man sich als örtliches Unternehmen schon engagieren. Am Rande des Geschehens nutzen wir gleich noch die Gelegenheit für ein ausführliches Interview mit dem langjährigen Trainer Andreas Petersen. Damals sind Sie mit Germania Halberstadt ja von der 5. in die 4. aufgestiegen. Jetzt haben Sie sozusagen eine historische Chance, das Gleiche nochmal zu erreichen. Das wird wahrscheinlich so schnell kein Trainer mehr hier erreichen. Wie geht man eigentlich an so eine Aufgabe ran? Weil so ein ganzer Neuaufbau, da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin. Vor allem muss unheimlich viele Spieler sich angucken. Und man muss auch Glück haben, die richtigen vielleicht auch mal zu finden. Ja, Sie haben es richtig gesagt. Also es ist eine reizvolle Aufgabe, eine schwere Aufgabe. Aber ich glaube, ich bin so ein Trainer, der dafür irgendwo prädestiniert ist, zu sagen, aus Scheiße Bonbon zu machen. Überall, wo Chaos war, hat man Petersen geholt und dort was zu entwickeln, was aufzubauen. Und vielleicht ist man das so. Nicht direkt Feuerwehrmann. Feuerwehrmann sind ja die nur kurzfristig löschen. Sondern ein Prozess wollen wir gehen. Wir wollen schnellstmöglich in die 4. Liga. Es wird eine nagelneue Mannschaft da sein. Also das heißt, mit Fingerspitzengefühl, mit ein bisschen Bauchgefühl, mit Beziehungen, mit Netzwerken werden wir hier natürlich versuchen, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Momentan sind die Vorbereitungen dafür ganz gut. Aber es ist keine leichte Aufgabe, aber leicht kann jeder, habe ich gesagt. Und diese Aufgabe, die
beruft einen, das Optimale da rauszuholen. Also ich fühle mich hier zu Hause. Ich komme aus dieser Gegend, wie gesagt, kenne alle Möglichkeiten. Ich durfte selber als Trainer nie nutzen. Jetzt ist alles fertig. Jetzt ist alles gegeben. Und von der Warte her haben wir natürlich auch Glück, der Spieler das zu schätzen wissen, sagen, hier kann man was entwickeln. Also wir wollen schnellstmöglich in die vierte Liga, aber es wird verdammt schwer im ersten Jahr, weil es gibt da mit Chemie Leipzig, International Leipzig, mit Plauen, mit Bischofswerda, dann gibt es vielleicht immer noch ein, zwei andere Mannschaften, Merseburg 99, die da auch eine gute Mannschaft haben. Und wir werden als potenzieller Absteiger der Regionalliga natürlich zu den haushohen Favoriten zählen, obwohl wir eine nagelneue Mannschaft haben. Wir sind die Einzigen, die nicht zusammengeblieben sind. Aber ich bin heiß drauf, ich bin hungrig drauf. Ich freue mich und stürze mich in diese Aufgabe mit meinem Trainerteam, Funktionsteam, mit der Mannschaft und hoffe, wie gesagt, auf die Unterstützung aller, dem Verein die Treue zu halten. Und es wäre natürlich was Besonderes, nochmal aufzusteigen. Also ich werde alles dafür tun, werde alles daran setzen, dass es schnellstmöglich gelinge. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wagt der VfB gemeinsam mit Trainer Petersen jetzt einen Neuanfang. Der Auftakt in die neue Saison ist dann am 7. August mit einem Auswärtsspiel in Plauen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise geht. Veranstaltung im Harz. Spannend, aufregend, spektakulär. Robin Hood, das Musical. Die Geschichte des Rächers der Armen. Auch diesen Sommer wieder im Harzer Bergtheater Thale. Die neue Show unterhält mit populärer Musik, gefühlvoller Romantik und aufregenden Kampfszenen im imposanten Bühnenbild mit mehr als 70 Akteuren. Der Sturm ist nah, die Erde bebt, ihr, wie es in euch lebt. Erleben Sie die hinreißende Liebesgeschichte und spannende Action mit Überraschungen. Verwundt mich mit eurer Nähe und mit eurer Poesie. Sichern Sie sich Ihre Tickets für eine der nur 4 Vorstellungen. Ihr Bonus zum Event, die Fahrt mit der Kabinenbahn zu Sherwood Forest und zurück ist inklusive. Informationen zu Terminen und Tickets finden Sie auf www.theater-thale.de. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Missgunst, Liebe und Gerechtigkeit bei Robin Hood, das Musical. Zum 21. Mal heißt es Bühne frei für die Wernigeröder Schlossfestspiele. Erleben Sie vom 29. Juli bis 2. September Klassik, Opern und Konzerte in der historischen Kulisse von Schloss Wernigerode. Los geht's zur First Night am 29. Juli mit Werken von Rossini, Bizet und vielen weiteren. Präsentiert von Juan Carlos Navarro an der Gitarre, gemeinsam mit Almut Herbst im Mezzosopran. Tickets erhalten Sie ab 20 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.pkow.de. Der Name der Rose, das Kulturevent in der Stiftskirche. Die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH und das Nordharzer Städtebund Theater präsentieren den berühmtesten Mittelalterkrimi in der romanischen Stiftskirche auf dem Schlossberg. Es geht um Politik und Macht. Und eine ungewöhnliche Mordserie unter den Mönchen. Erleben Sie ein einzigartiges Mittelalterspektakel vor atemberaubender Kulisse. Tickets für Der Name der Rose erhalten Sie bei der Quedlinburg-Information am Marktplatz, an der Theaterkasse des Nordharzer Städtebundtheaters oder online unter harztheater.de und eventim.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Schluss, aus, vorbei. Die Tage des Saugbenziners im Heck des Porsche 911 sind gezählt. Seit dem aktuellen Facelift gibt es nur noch
Turboboxer-Motoren. Ist doch egal, werden jetzt manche von Ihnen vielleicht sagen, aber bei echten Porsche-Fans scheiden sich da die Geister. Was diese Umstellung in Sachen Fahrdynamik und Verbrauch gebracht hat, das erfahren Sie jetzt im Test. Den neuen Elfer mit Sportauspuffanlage erkennt man an den beiden zur Mitte angeordneten Endrohren. Mit seinem Klappenauspuff moduliert er einen sportlich kehligen Klang, kann aber das durch die Turbolader gedämpftere Klangbild nicht ganz kaschieren. Dass der Hubraum des Sechszylinders von 3,4 auf 3 Liter verringert wurde, fällt da weniger ins Gewicht. Dank Turbo steigt das Drehmoment um 60 Newtonmeter. Die vollen 450 Newtonmeter sind schon ab 1700 Umdrehungen pro Minute verfügbar und lassen bis 5000 Umdrehungen pro Minute nicht nach. Wenn man das Gaspedal durchdrückt, gibt es für den Carrera kein Halten mehr. In nur 4,5 Sekunden geht es dank 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb von 0 auf 100 km/h. Und dank sehr guter Bremsen braucht der 911er nur 32 Meter, um aus 100 km/h wieder zum Stehen zu kommen. Schnelle Ausweichmanöver bringen den Traditionssportwagen nicht aus der Ruhe. Feinfühlig und ausbalanciert lässt sich der 911er um die Pylonen dirigieren. Und diese Fahrmanöver machen dem Porsche natürlich richtig Spaß. Überhaupt ist dieses Auto die perfekte Fahrmaschine. Die Geräusche, die von hinten nach vorne dringen, sorgen für pure Gänsehaut. Die Lenkung ist extrem zielgenau und exakt. In Sachen Fahrkomfort kann das Fahrgestell natürlich nicht unbedingt punkten. Dafür sorgt es für eine überragende Straßenlage. Die vielen Tasten in der Mittelkonsole des Carrera sind auch nach dem Facelift geblieben. Das macht die Bedienung etwas umständlich, dennoch ist alles übersichtlich angeordnet. Materialqualität und Verarbeitung sind sehr gut. Das Navigationssystem dient auch als Schnittstelle zum Smartphone. Auf den Vordersitzen haben selbst große Insassen viel Platz, hinten können maximal kleine Kinder sitzen und das auch nur leidlich bequem wegen der steilen Lehnen. Dann lieber für Gepäck nutzen und so das 135 Liter Stauvolumen des Kofferraums vorn um 210 Liter ergänzen. Der Porsche 991, wie der aktuelle Carrera intern genannt wird, ist natürlich auf Anhieb als solcher zu erkennen. Die Karosserie wurde nur marginal überarbeitet. Die Verwandtschaft zum Urelfer aus dem Jahr 1963 ist in vielen Details erkennbar und sorgt so für zeitlose Eleganz. Reduziert wurden die Verbrauchs- und Abgaswerte. Auf unserem Ecotest-Prüfstand haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 8,7 Liter Super Plus auf 100 Kilometer gemessen. Das ergibt eine CO2-Bilanz von 242 Gramm pro Kilometer. Das ist natürlich nicht wenig. Das Abgas ist sehr sauber, bis auf die Partikelwerte. Die ziehen das Gesamtergebnis runter, sodass es am Ende nur für 3 von 5 Sternen reicht. Der Porsche 911 bleibt also auch ohne Saugmotor das, was er immer war. Ein besonderer Sportwagen mit Tradition und Perfektion. Jetzt sogar noch leistungsstärker und sparsamer als bisher. Dafür aber auch mit gestiegenem Grundpreis. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Die Schillerbühne Halle, das Wandertheater, gastiert auf dem großen Schloss Blankenburg und präsentiert am Freitag um 19.30 Uhr das Stück Der Kaufmann von Venedig. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Der Name der Rose. Das Nordharzer Städtebundtheater verwandelt die Stiftskirche in Quedlinburg mit einem Großaufgebot an Schauspielern in ein Mittelalterkloster. Erleben Sie am Freitag um 20 Uhr theatrale Mystik und Spannung an einem historischen Schauplatz. Im Namen der landesweiten Aktion Lesesommer XXL der öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt wird es als Höhepunkt in einem Monat eine große Abschlusslesenacht in der Halberstädter Stadtbibliothek geben. Am 19. August können die Kinder gemeinsam zwischen den Bücherregalen übernachten und in ihren Lieblingsbüchern lesen. Die Nacht in der Bibliothek beginnt um 19 Uhr und morgens abgeholt werden können die Kinder ab 8 Uhr. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes?
dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301.